Neuer Club für Ribéry, Gästefans in der Königsklasse und ein Teenager für die Bayern. Gute, mein Name ist nicht Chris Hansen, hat der FC Bayern nochmal Glück gehabt. Bevor wir loslegen, ein Hinweis, ab morgen bis zu 50% Rabatt auf unseren Merch im OneFootball Store. Der Link unten in der Videobeschreibung. Los geht's, hier sind die Daily News. Wir hatten es gestern schon in den Daily News angeteasert, weil der gewisse Fabrizio Romano den Transfer im Grunde schon als perfekt gemeldet hat. Gestern im Verlauf des Tages ist er dann auch perfekt geworden. Wir reden natürlich von Franck Ribéry, der einen neuen Club gefunden hat, ab sofort beim Serie A Aufsteiger Salernitana spielt, ganz, ganz langsam hier, und einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben hat mit einer Option auf ein mögliches zweites Jahr. Und bei dem Aufsteiger soll er ein Salär verdienen jährlich von 1,5 Millionen Euro plus mögliche weitere Boni. Gar nicht so schlecht, 38 Jahre ist der Mann alt, kicken kann er immer noch. Prognose von mir, mindestens 10 Torbeteiligungen, die Mannschaft hält die Klasse. Here we go. Frohe Kunde für alle Teilnehmer der Champions League, Europa League und natürlich auch der UEFA Conference League, denn Gästefans sind bei den Spielen ab sofort wieder zugelassen. Das hat die UEFA entschieden und ist am Montag bestätigt worden, unter anderem von Borussia Dortmund. Wie es früher auch schon war, 5% der Stadionauslastung, also des Kontingents, 5% vom Kontingent, werden den Fans der Auswärtsmannschaft zur Verfügung gestellt. Dabei ist zu bedenken, dass es nicht darum geht, was theoretisch in das ganze Stadion reinpasst, außer es wird voll ausgelastet, sondern das, was unter den aktuellen jeweiligen Covid-19-Auflagen tatsächlich an Karten für das Spiel zur Verfügung gestellt wird. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen, zum Beispiel Fans von Borussia Dortmund, Auswärtsfans, werden keine Karten zur Verfügung gestellt kriegen für das Spiel bei Beşiktaş Istanbul, weil in der Türkei Gästefans einfach nicht erlaubt sind. Also nur weil die UEFA das theoretisch möglich macht, wird das in der Praxis nicht überall der Fall sein, denn im Zweifelsfall entscheidet natürlich immer noch jedes Land selbst, wie die Regularien vor Ort aussehen. Lovro Zvonarek wird wohl nach München wechseln. Das haben bereits Ende August diverse kroatische Medien berichtet und die Bild hat es dann am Montag eigentlich bestätigt und den Transfer im Grunde als perfekt vermeldet. Jetzt fragt ihr euch, wer ist Lovro Zvonarek? Das ist ein 16-jähriger offensiver Mittelfeldspieler, der aktuell noch in Kroatien kickt und als dort als absolutes Megatalent gilt. Die Bayern zahlen für ihn wohl 1,8 Millionen Euro Sockelablöse, die kann abhängig von gewissen Erfolgen ansteigen auf bis zu 5 Millionen Euro, aber so schnell wird Zvonarek nicht in München aufschlagen, denn auch wenn der Transfer wohl fix sein soll, wird der Spieler wohl weiterhin erstmal ausgeliehen an seinen aktuellen Stammverein, wo er sich in Ruhe entwickeln und weiterentwickeln und weiterentwickeln soll. Wo ist Armin Younes? Ein Film für die ganze Familie mit Til Schweiger und Christoph Maria Herbst, bald auch bei Ihnen im Kino. Aber wo ist Armin Younes? Laut dem Hessischen Rundfunk ist Armin Younes definitiv nicht beim Training von Eintracht Frankfurt und ist für den Verein wohl auch nicht zu erreichen. Younes soll aktuell in der Türkei verweilen, wo das Transferfenster auch noch 2 weitere Tage geöffnet ist. Also eventuell spekuliert der Spieler nach wie vor darauf, Frankfurt noch in der laufenden Transferperiode verlassen zu können. Die Erde zwischen Verein und Spieler, auch wenn Markus Krösche versucht hat, das ein bisschen zu, die Wogen ein bisschen zu glätten, wirkt auf jeden Fall sehr verbrannt. Armin Younes steht definitiv nicht im Kader der Eintracht für die kommenden Europa League-Spiele oder generell für die Europa League. Und wenn man die aktuellen Zeichen deutet, dann ist es ganz, ganz schwer sich vorzustellen, dass Armin Younes nochmal in irgendeiner Form eine sportliche Zukunft in Frankfurt hat. Kylian Mbappé hat Real Madrid im Sommer 2021 nicht verpflichten können. Das ist das Jahr, in dem wir uns aktuell gerade befinden. Ich weiß es. Aber die Madrilenen, die Königlichen, haben natürlich weiterhin den Spieler auf der Liste und nicht nur ihn, denn die AS berichtet von 4 absoluten Top-Kandidaten, die auf der Liste von Real Madrid stehen sollen für mögliche Transfers im kommenden Sommer oder generell in den nächsten Jahren. Und diese 4 Spieler sind da Kylian Mbappé, der idealerweise schon vielleicht im Januar fixiert werden soll, wenn mit dem Spieler frei verhandelt werden darf. Dazu noch Erling Haaland, wo der Verein sich gute Chancen ausrechnet, auch nicht zuletzt aufgrund der guten Beziehungen zu Borussia Dortmund. Und
Dann eben noch Robert Lewandowski, Vertrag beim FC Bayern bis 2023. Der wohl nur, wenn es mit Mbappé und oder Haaland nicht klappen sollte. Und final Paul Pogba, der zumindest Stand jetzt im Sommer 2022 ablösefrei wäre. Gerade erst hat Juventus Turin 25 Millionen Euro, so wird es zumindest kolportiert, für Weston McKennie an den FC Schalke 04 überwiesen. Da tauchen schon die ersten Wechselgerüchte über den US-Amerikaner auf, laut der Sun. Ja, mit Vorsicht zu genießen die Quelle, aber nicht immer daneben, zumindest wenn es um eigene Informationen geht. Soll Weston McKennie oben stehen auf dem Wunschzettel von Aston Villa für einen Transfer im kommenden Januar. Da soll der Premier League Club großes Interesse am Ex-Schalker haben. Und apropos Ex-Schalker, das könnte für den FC Schalke 04 auch gleichzeitig eine feine Sache sein, wenn Weston McKennie den Verein, also Juventus, sofort wieder verlassen sollte. Denn die Schalker besitzen wohl eine Wiederverkaufsbeteiligung, die ihnen wohl ein kleines, beträchtliches Sümmchen einspielen sollte. Und Freunde, damit sind wir durch. Das waren die Daily News für diesen Dienstag. Daily News für diesen Dienstag mit dieser Alliteration lasse ich euch alleine, entlasse ich euch in den Tag. Macht's gut, auf Wiedersehen.